Wunderbare Gäste haben wir heute Morgen hier bei uns im Studio, nämlich Stefan Luca und Maximilian Brücker, beide Hauptdarsteller des neuen Films Resturlaub. Na genau. Ihr? Na? Ihr habt gerade über die Tabasco-Geschichte gesprochen, die im Film... Ja, Mädchen wie ich verstehen das nicht so richtig und da habe ich gedacht, wieso? Ich würde es ja nicht unbedingt nachmachen, also für die... Ich glaube, jeder kann es probieren. Es wird keiner dran sterben, aber ich weiß nicht. Du musst sagen, worum es geht. Aber du machst kein Zuschauer weiß gerade, worum es geht. Ach so. Ja, in dem Film rufe ich meinen besten Freund an und habe eine wahnsinnig hübsche Frau im Bett. Und es geht nicht mehr so. Und dann gibt er mir den Tipp, Tabasco auf den Finger und dann Finger im Po, Mexiko. Ja. Wie viele Menschen da das wohl ausprobiert haben, nachdem sie das nicht Buch gelesen haben von, Tommy. Ja, von aber bitte gleich nachsingen, was wir verzapft haben, wir wollen es euch auch nochmal zeigen. Es muss uns nicht peinlich sein, oder? Gib mir deinen Finger. Nee, wieso? Was soll das denn dabei? Nein, wir gucken uns das jetzt an. Wir sagen ja im Sat.1 Frühstücksfernsehen, alles ist überhaupt nicht schlimm. Egal, was passiert. Genau. Hier bitteschön, Weltpremiere überhaupt unseres neuesten Videos. Verzapft mit Ross Anthony, ehemaliges Promi-Praktikanten. Beispiel. So. Und jetzt Weltstar natürlich, zusammen mit uns. Bitteschön. Absolut. Ihr wisst überhaupt nicht, warum. Wow. Und wie findet ihr es? Super. Voll. Es ist ja nicht schlimm, aber es gibt Dinge, die schlimm sind. Wenn ihr mir kurz erlaubt, mich bei den Franken zu entschuldigen, nämlich der aufmerksame Herr Jörg Tepper hat mir natürlich gesagt, dass ich Depp gesagt habe, dass Schäuferle ein Bier ist. Und das ist natürlich auch völlig Quatsch. Schäuferle. Tommy Jaud wird mich auch erschießen. Es ist nämlich das Schenker, das Schlenkerle und nicht das Schäuferle. Also Schlenker oder Schenker? Schlenkerla ist das Bier und Schäferla ist ein Stück Fleisch. Bist du sicher, dass das jetzt alles stimmt? Ich hoffe, dass es klappt. Ich werde es mir auf den Unterarm tätowieren. Ich wollte mich jemand tätowieren, jetzt weiß ich, was ich tue. Solche Fehler sind menschlich. Besonders erotisch. Es ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Ja. Es ist alles überhaupt nicht schlimm. Glaub mir, ich kenne das. Den Song lerne ich jetzt auswendig. Ich sing auch noch mit. Ja, davon gehen wir aus. Ja. Warum ihr hier seid, das klären wir jetzt. Was macht ihr überhaupt hier? Wir trinken Bier, Prost. Prost. Servus. 9:14 Uhr, da kann man schon mal. Ja, Resturlaub heißt der Film. Wir gucken kurz rein. Zum Wohlsein. Fidschi hat satt. Er ist umgeben von Spießern, findet er zumindest. Der steht im Halteverbot. Das kannst du nicht machen, weil... Weil? Das geht echt nicht. Sein bester Kumpel Arne kommt unter die Haube und dann hat auch noch seine Freundin Bina eine Idee, die ihm gar nicht gefällt. Ich finde, ein Baby würde uns gut tun. Aber ein Baby hat auch noch nie eine Beziehung gerettet. Pidgey ergreift die Flucht vom Bamberg nach Buenos Aires. Buenos dias, Argentina. Argentina. Learn some Spanish. I want to learn Spanish. Alemán? No, Español. Ob du Deutscher bist? Ach so, ja, natürlich. Doch Pidgeys Traum vom neuen Leben ist gar nicht so einfach zu verwirklichen. Hör mal, ich habe hier einen 1er-Schuss in der Kiste und krieg keinen mehr hoch, nach nur 2-mal. Du gehst auf 40 zu jetzt. Gib dir halt mal eine halbe Stunde. Ich habe aber keine halbe Stunde. Also hast du jetzt einen Tipp für mich? Ich hab da mal was gelesen, im Playboy. Und zwar musst du vielleicht schauen, dass du irgendwo eine Chili-Soße herkriegst, aber so richtig scharfe. Finger in Po, Mexiko. Viel Spaß. Sekunde noch. Resturlaub, die Sommerkomödie nach der Romanvorlage von Tommy Jaud, kommt am 11. August in die Kinos. Maximilian Brückner, Stefan Luca, alle beide hier. Ich habe das Buch gelesen, ich habe auch permanent gelacht. Das ist ja wirklich großartig, allein nur das Buch zu lesen, weil man sich diese Bilder vorstellt. Jetzt der Film dazu, ich persönlich freue mich wahnsinnig drauf. Wie oft habt ihr gelacht während der Dreharbeiten? Also durchgehend. Wir haben viel gelacht. Durchgehend, aber man muss es ja immer wieder machen. Das heißt, irgendwann lacht man dann auch nicht mehr und dann ist es einfach... harte Arbeit, dass man es auch hinkriegt. Was ich so schön finde im Trailer, das ist, normal kennt man bei Filmen, man sieht im Trailer 3 Highlights und dann war das der Film. Man geht rein und guckt sich den an und sagt, das waren ja bloß diese 3 Highlights. Und dieser Film geht ungefähr in diesem Tempo, wie der Trailer ist. Und das freut mich total. Es hat einen richtigen Zug und es ist sehr, sehr lustig. Und das meiste, auch wenn man es hier nicht vermuten würde, spielt eigentlich in Argentinien, wo wir jetzt so schön bayerisch hier eingerichtet haben. Ja, weil die zwei sind ja, also Pidgey und sein Kumpel Arne sind ja Franken. Genau, absolut. Auch wenn die Franken uns schon geschrieben haben und gesagt haben, Mensch, das ist doch alles rot-weiß eigentlich bei uns in Franken. Es gehört zu Bayern und dadurch haben wir hier die bayerische Flagge liegen. Stefan, besteht die Gefahr, man ist enttäuscht, weil der Film doch irgendwie anders ist als das Buch? Na, das Tolle ist ja, dass Film auch immer die Möglichkeit hat, Dinge auch noch ein bisschen anders oder zu verdichten. Und das haben wir, glaube ich, auch Gregor Schnitzler hat da eine tolle Regie geführt.
Und Tommy hat eben auch sehr viel erlaubt. Also es ist ja sein Baby. Und du kannst innerhalb des Filmes eben auch Dinge nochmal anders erzählen. Es gibt ein paar Sachen, die filmisch funktionieren, die vielleicht im Buch dann gar nicht so funktionieren. Und insofern ist es immer wieder spannend, eine Adaption auch zu finden. Er ist ein großartiger Autor, wenn ich an Resturlaub denke, wenn ich an Vollidiot denke, Millionär, ich glaube Hummeldum aktuell, die Reise nach Namibia. Das macht wirklich viel Spaß zu lesen, aber es macht auch euch beiden ganz, ganz viel Spaß zuzugucken. Das muss ich jetzt ehrlich schon sagen. Ihr habt nicht nur viel gelacht, das war harte Arbeit, aber es war vor allem auch eine Menge Herausforderungen, kann ich mir vorstellen, wenn man auch mit Tommy Jaud dann eng zusammenarbeitet, oder? Wie oft war er da? Ach, der war oft da. Er war auch in Buenos Aires ist er gekommen. Aber es war super. Ich glaube, der hatte auch eine kleine Szene, spielt er mit im Film. Okay, welche? Das ist das Ratespiel. Da müssen die Leute reingehen, aber... Und dann wissen wir endlich, wie Tommy Jaud aussieht. Ja, genau. Ich hab's gewusst. Ich sage, es ist in Buenos Aires. In Buenos Aires. Ja gut, du hast ja schon gesagt, die Mehrzahl des Films spielt dort. Du musst unter anderem Tango tanzen. Als Peachy? Ja. Auf deiner kleinen Lebenskrise oder in deiner kleinen Lebenskrise? Und du machst es nicht so schlecht. Ich werde getanzt, würde ich sagen. Wir zeigen das mal. Ich tanze Tango, oder? Ich Tango. Ich bin Tango. Manche Leute sagen ja, Tango sei nicht nur ein Tanz. Sondern? Ein Versprechen auf Sex. Komm, bitte. Nicht schlecht. Was sagt der beste Freund? Ja, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Wie hast du das eigentlich gemacht, Fränkisch zu lernen? Du lebst ja in Hamburg seit 14 Jahren, wie du vorhin gesagt hast. Ich habe einen großartigen Freund, der aus Nürnberg wegkommt. Und der hat mir ein bisschen geholfen, da reinzukommen. Und da gab es auch einen Coach, der quasi aus Bamberg direkt uns da so ein paar Sachen, horch mal und so weiter. Also das macht ja auch irre Spaß, sich dann in so eine Dialektik reinzufummeln. Ja. Auch wenn man den einen oder anderen Fauxpas im Nachhinein dann noch sich leistet. Ja. Maximilian, du als Peachy, sagst uns jetzt noch ganz kurz, warum wir diesen Film alle gucken müssen? Weil er wahnsinnig lustig ist, weil er schnell ist, weil er wahnsinnig viele verschiedene Orte hat und ganz tolle Schauspieler. Und ich bin echt froh, das haben machen zu können. Und ich glaube, dieser Spaß überträgt sich. Und es ist ein super Buch. Und jeder, der das Buch gelesen hat, wird sich freuen, diesen Film zu sehen. Und gerade Männer werden sich auch immer wieder vielleicht drin wiederfinden. So viel kann man auch versprechen. Frauen. Das Lustige, ich habe gemerkt, Frauen stehen wahnsinnig auf das Buch und genauso auf diesen Film. Also jedenfalls bei der Presse war das. Und Frauen stehen auch auf euch. Karin kann das bestätigen. Oi. Danke, ihr zwei. Ja, ich überlege.